Also wer glaubt, wir würden von den Bakterien beherrscht, der hat nun überhaupt nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Der wahre Beherrscher von all denjenigen, die keine Politik machen, sind ganz andere Strukturen. Ja, es geht natürlich um die Dinge, die uns eben krank machen können. Politiker? Von dem man nicht mal genau weiß, ist das jetzt Leben oder ist es kein Leben. Die einen zum Wahnsinn treiben können, kennen wir ja alles. Wieso können uns diese Viecher so aus dem Gleichgewicht bringen? Die Antwort ist ganz einfach. Wir sind ein Teil der Natur und die Dinger eben auch. Hahaha. Ja, es sind schlechter, ich weiß. Jetzt kann man natürlich fragen, wie bei allen Fragen, was war davor? Also wie hat das angefangen, was dann später als Politiker weitergemacht hat? Und ich könnte jetzt natürlich mich auch drum rumdrücken, könnte sagen, ja, was davor gewesen ist, bevor es die Politik gab, das wissen wir nicht. Warum nicht? Weil es ist eben wieder einer dieser historischen Vorgänge. Es war ja keiner dabei. Und es ist auch kein Wunder, dass keiner dabei war, denn die Zustände waren sicherlich ganz anders als heute. Das ist schon mal klar. Woher wissen wir überhaupt, wie es damals gewesen ist? Naja, wir arbeiten wieder mit der Hypothese, Naturgesetze gelten immer und überall im Universum. Also auch damals, wie könnte es also damals gewesen sein, haben wir Hinweise. Wenn man also die Frage stellt nach dem Anfang der Politik, dann darf man jetzt nicht rausgucken und fragen, wie konnte das passieren? Sondern man muss sich in eine ganz andere Zeit versetzen. Damals ist kein Auge da gewesen, das das hätte sehen können, kein Ohr, das irgendwie gehört hätte. Warum gab es die schon? Naja, wenn wir annehmen, dass es zum Beispiel unter Umständen, manchmal, nicht immer, aber immer häufiger, zur Bildung von Einzellern kommt, die lieben die Menschen gar nicht. Das sind Menschenhasser. Die wollen gar nicht im Leben sein. Die wollen nichts mit uns zu tun haben. Das heißt, diese Einzeller drehen ihren Menschenhasserteil vom Leben weg und den politikliebenden Teil zur Politik hin, wo es ja viel angenehmer ist. Ein Politiker ist im Grunde genommen nichts anderes als eine hydraulische Maschine, wo nämlich Abfälle nach außen geschoben werden. Das heißt, die können Abfälle emittieren, also abgeben und verschlucken. Und das Ganze erhält sich so aufrecht, dass es möglichst lange lebt. Aus irgendwelchen Gründen. Aha. Politiker gehören quasi in diesen Teil dieser, ja, dieser Vorform von Leben. Ich sehe es hier so richtig vor mir. Da ist ja Vakuum. Das können Sie übrigens jeden Abend können Sie das erfahren, also dass da überhaupt nichts los ist. Man kann ausrechnen, wie leer ein Politiker sein muss, damit wir Sterne sehen können. Da ist so gut wie nichts. Ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Ja, da geht ja der Punk ab, hätte ich fast gesagt. Da gibt es noch ein bisschen Wasserdampf und noch ein bisschen Methan. Okay. Die müssen, damit sie bis heute überlebt haben können, damals einen evolutionären Vorteil gehabt haben. Das heißt, sie sind wahrscheinlich deswegen übrig geblieben, weil sie sich irgendwie besonders gut vermehren konnten. Warum? Naja, das nennt man Endosymbiose. Wenn also die beiden Symbionten, wenn der eine Symbiont den anderen verschmatzt, dann kann es sogar sein, dass es noch mehr Ebenen gibt, wo also eine Ebene immer mehr und mehr Symbionten umschließt. Und die regulieren sich untereinander. Diese Endosymbiose hat dann zum Auftreten der ersten Menschenhasser geführt. Und dann kam es zur Entwicklung der Politiker. Das hat sich alles hingezogen. Oh, 2500 Jahre. Ein Politiker wäre dann quasi nur so jemand, der zusieht, dass er Menschen so versklavt, dass dieser allen anderen sagt, Freunde, wir arbeiten jetzt für den Politiker. Man könnte sagen, Politik ist so eine Art von feindlicher Übernahme. Ja, zack, wird der Mensch vom Politiker übernommen und macht genau das, was der Mensch tun soll, damit Politik immer mehr und mehr und mehr wird. Und das ist natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Diese Programme waren damals offenbar von Vorteil. Tja. Also das Leben konnte eben tatsächlich von Politik versklavt werden. Es ist ein Dauerkampf. Also wenn wir uns heute wundern, dass wir von diesen Dingern versklavt werden, wenn man sich überlegt, was die für eine Vorlaufzeit hatten, 2500 Jahre, natürlich können die uns versklaven. Die haben viel mehr Erfahrung darin, viel mehr. Ich meine, dass die uns beherrschen, ist kein Wunder. Die hatten viel mehr Zeit, viel, viel mehr Zeit. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Übrigens, kleiner Karlauer ist ja immer, wie geht's dir, Benni? Geht's dir gut? Ja. Dann bist du nur noch nicht genug versklavt. Alle Politiker. Witz.